Ja, ich bin von der Hütte unten jetzt wieder hier nach oben auf unserem Lagerplatz und habe so ein paar Dinge halt schon erledigt, wie denen da Essen gegeben und so weiter und so fort. Und ja, wir schauen jetzt weiter nach dem Logo, was wir hier tun können. Wir müssen zum Beispiel da irgendwie noch Rezepte machen und so weiter und so fort, oder? Schauen wir mal. So, wir hatten hier. Haben wir den Bogen? Wir haben noch gar keinen Bogen, ne? Aber den können wir jetzt bauen. Dann sollten wir vielleicht den mal bauen. Das können die machen, das passt. Ich habe bestimmt auch hier noch reichlich Dingens geholt, oder? Ja, Steine habe ich noch geklopft und ein bisschen Holz ist auch noch da. Ich habe mich ums Essen gekümmert, wie gesagt, auch um mein eigenes. Das habe ich jetzt hier im Rucksack. Der ist schön am Arbeiten, ne? Das passt schon mal. Wir haben die Hütte ja erweitert gehabt. Wir müssten jetzt schauen. Haben wir noch so eine Seele? Ich glaube nicht, ne? Nein, haben wir nicht. Wir wurden ja angegriffen. Hier wollte ich eigentlich reinschauen. Du hast keine verwendbaren Zepterschalter, welche in der Technologie schaltet. Wir haben ja, sind ja durch den Ausflug nach da unten sind wir ja weitergekommen und konnten da etwas machen. Antike Technologien, da komme ich noch nicht hin, ne? Also ich bin erstmal hier. Normaler Schild, Stein, ja, ich weiß nicht, ob ich hölzerne Wohnzimmermöbel und hölzerne Baum, ja, das ist alles schick, ich weiß nicht. Technologiepunkte kostet es eins, was bringt es mir aber, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich auch irgendwas, aber ja, leider nicht so sicher. Hier sind Feuerbogen und Feuerpfeil. Wir haben jetzt Stufe 7 frei und wir müssen das Holzfällerlager machen. Wie viele Punkte haben wir denn? 6. Wir müssen das Holzfäller, wir müssen Steinbruch machen und was hatten wir noch? Ja, lass uns erstmal das Holzfällerlager machen. Und den Steinbruch. Die sind auf jeden Fall. Und das andere waren zerkleinerer. Aber den sehe ich hier nicht. Da steht Bauwerk. Wahrscheinlich erst dahinter. Okay. Nächste Stufe dann erst der zerkleinerer. Aber wir haben erstmal das hier schon mal Holzfällerlager. Und ja, wo bauen wir das nur hin? Wir sind jetzt hier so ein bisschen mit der Schwierigkeit unterwegs, dass unser Lager hier irgendwo aufhört. Ne? Aber da unten würde es vielleicht gehen. Lass uns doch mal schauen, wie groß das Ganze ist und ob wir das hier hinbauen können. Vielleicht können wir das hier hinbauen. Muss ja B sein, ne? Aber wahrscheinlich haben wir keine Materialien. Genau so ist es. Holz, Stein, Palladium, Bruchstücke. Haben wir, wenn wir einen Schritt vorgehen, vielleicht? Nee, auch nicht. Ah, doch, dann ändert es sich. Aber Holz fehlt trotzdem noch. Immer fehlt Holz. Steinbruch 50. Ja, komm, der Baum ist ja nicht ganz weit weg. Dann müssen wir den gerade fällen. So, dann schauen wir das Holzfällerlager jetzt nochmal an. Reicht noch nicht. Steinlager reicht aber. Und das kann man hier hinbauen. Ich weiß nicht, ob es gut ist, wenn es hier ist, aber ich würde es trotzdem mal hier bauen. Schauen wir gerade nach dem Dingens. Jetzt brauchen wir da natürlich Steine 20 und 50 Holz. Nicht Escape-Brücken, ne? Da arbeitet schon einer dran, ne? Ja. Der steht da oben. Die stehen da oben. Cool. So, die Lammbauer haben hier das Steinlager fertig gebaut. Jetzt machen wir das Holzfällerlager noch. Hier ist auch eine Schräge, aber pff. Machen wir es doch einfach dahin. So, kann man hier irgendwas machen? Nee, wahrscheinlich nur Steine einlagern, ne? Alte Arbeit, nee, da kann man was machen. Okay, das ist wahrscheinlich dann so ein unendliches Steinelager, ne? Wie viel gibt's denn da raus dann? Ein, okay, das können dann auch andere wahrscheinlich machen. Irgendwie ist es gerade dunkel geworden. Ich glaube, wir müssen schon wieder schlafen oder so. Kann das sein oder kommt nur schlechtes Wetter? Mach die mal an. Brennen die immer? Ich weiß es nicht. Oder brennen die ab und wir müssen dann neue machen? Ich hätte jetzt auch damit gerechnet, dass die vielleicht hier das anmachen.
So läuft erstmal. Jetzt haben wir diese beiden Sachen gemacht. Jetzt müssten wir den Zerkleinerer noch machen. Den kann man aber nur auf der nächsten Stufe machen. Hier haben wir einen Bogen. Kann ich den Bogen jetzt auswählen? Müsste ich ja eigentlich, ne? Ne, den muss ich erst wahrscheinlich in mein Inventar aufnehmen, oder? Schild, Gleiter, Accessoires, ist das das? Wohl nicht, dann müsste ich das hier hin machen. Müsste ich den Knüppel für wegmachen. Und dann müsste man schauen, ob er jetzt die Pfeile, wo sind die? Da. Einen Köcher habe ich hier nicht, oder? Ist die Frage, ob er automatisch. Ja, macht er. Okay, sah erstmal gut aus, ne? Können wir hier was braten? Nein. Aber wir wollten was in die Kiste tun. Und zwar das Eisen kann da rein. Das kann da rein. Die Steine können da rein. Die Seile oder Fasern sind es ja erst nur, können da rein. Das Holz kann da rein. Ja, den müssen wir wohl mitnehmen, weil wir keine andere Möglichkeit gerade haben. Die Pfeile brauchen wir sowieso. Und die Bären? Ja, da müssen wir vielleicht mal gucken, ob da hinten gesät worden ist. Jetzt ist dunkel. Er schläft auswärts, das ist schlecht. Aussaat. So, das wächst. Dauert ewig sowas. Zu essen hatten wir nichts, hatte ich eben schon geguckt. Hier ist wahrscheinlich auch nichts mehr drin, ne? Nein. Das ist schlecht. Wir müssen also eigentlich für Essen sorgen für unsere Viecher, ne? Hier konnten wir, glaube ich, nicht ableveln. Da fehlt uns jetzt noch eins. Ach, das Holzfällerlager ist noch nicht fertig, okay. Dann brauchen wir den Zerkleinerer. Aber da müssen wir Level aufsteigen für auf Level 8. Schild ist da noch und Baseballschläger und zwei unbekannte Objekte, genauso wie da auch unbekannte Objekte sind. Da muss man vielleicht den Feuerbogen für haben, dass das klappt oder so. Ja, weiß ich nicht. Wir haben zwei Punkte allerdings nur und ich weiß nicht, da braucht man hier zwei Punkte für den Zerkleiner. Da würde ich das erstmal für aufbewahren wollen. Wir gehen mal schlafen. So, alle raus, alle an der Arbeit. Zu essen gibt's ja nichts. Was liegt da? Was hat der schon aufgehoben? Der weidet. Lass mal gerade gucken. Aber das ist hier schon alles passend, ne? Ich glaube, er ist da drin, weil er mit der Hühnereier legt. Das ist Box 1. Also wir müssten noch welche über haben. Das ist Box 1. Sortieren. Nach Level kann man mal sortieren. 3, 2, 1. Ist das hier dann auch nach Level sortiert? Nein. Oh, der ist schon auf Level 7. Können wir uns aufleveln? Ja. 4 Punkte haben wir. Ja, setzen wir mal da einen 100er rein. Gewicht, ja, das wäre manchmal nicht schlecht, aber noch zu früh. Ich glaube, wir machen hier noch 2er rein. Und was machen wir im letzten? Entweder Angriff oder Arbeitstempo. Ich denke mal, die Gegner werden noch schwerer und wir haben ja gesehen bei diesem Picklet oder was das da für ein Ding ist, da war es dann auch schwierig. Deswegen, oh, 2 Punkte gibt das dann, 102 Angriff, naja. Machen wir erstmal so. Gut, wir sind immer auf Level 7, brauchen nicht mehr ganz so viel wohl, bis wir zum nächsten Level kommen. Das passt erstmal. Okay, wir haben aber auf jeden Fall Hunger.
und werden gleich sterben. Oh, das ist mit dem Hunger ist schon schwierig, ne? Ich glaube, wir haben uns gerade so gerettet. Was machen unsere Beeren? Sind die schon fertig? Ah, der bringt die schon weg. Das heißt, die sind schon geerntet, oder? Warum sieht die keiner? Das ist die Frage. Weißt du was? Wir müssen mal schauen. Warum bin ich rot? Weil ich wahrscheinlich zu wenig Dingens Level habe, oder? Ja, wird schon sein. Wir steigen, aber das ist erstmal gut. Oder kommt irgendwo ein Angriff? Nein, ne? Nein, es kommt kein Angriff. Das ist nur, weil ich glaube, gerade am Limit war. Ja, die Bären, die da reinhauen, finde ich jetzt auch nicht so gut, ne? Sind da noch welche drinne? Nein. Das ist ein bisschen schwierig, weil eigentlich wäre es besser, wenn die Bären nicht da drinne wären, sondern die Bären. Sag schon, erst gegrillt werden würden, ne? So, Team. So, hier im Team, da. Ne, Paldex wollte ich nicht Team. Hier können wir sehen, was die können, ne? Also dieses Lamm kann Handwerk, Transport und Farmarbeit. Er hier kann Handwerk, Transport, Sammeln und Bergbau. Den müssen wir eigentlich ins Team hauen, damit er da unten Steine klopft, oder? Und er kann Farmarbeit sammeln. Also er ist eigentlich der schlechteste von allen, aber er würde uns verteidigen. Und dieser hier? Ne, den haben wir nicht. Wo ist der andere? Der hier unten. Was kann der denn? Bewässerung kann der, das wäre natürlich cool, ne? Aber sehen wäre noch viel schöner gewesen. Aussaat kann er nicht, Handwerk. Kühlung kann er und Transport kann er. Ich glaube, wir werden mal zwei von den Schafen aus der Gruppe rauskicken. Ne, Team war hier, ne? Ne, wo muss ich das denn einstellen? Ach so, das geht hier wahrscheinlich nur an der Box da. So, das heißt, wir gehen hier mal rein. Nehmen den raus. Nehmen den rein. Nehmen den raus. Und nehmen den rein. Und ich hoffe, der geht jetzt Steine klopfen. Von sich aus. Dann müssen wir den ja da hinten irgendwo sehen, oder? Er macht ja was da unten, sagt er. Aber hier könnte ja schon mal einer aufbauen, ne? Macht aber keiner, wa? Ach. Wo geht er denn jetzt hier hin? Der Hüpper. Der hat Holz geholt. Ach, der transportiert das Holz irgendwo hin. Die sind am Essen. Warte mal, ich muss jetzt sehen, damit der da bewässern kann. Dann sind wir schon mal einen Teil hiervon los, ne? So. Das ist erledigt. Jetzt muss er kommen. Er transportiert gerade ein Ei. Kann ja sein, dass hier ein zweiter Steinberg fehlt. Er geht bewässern, ne? Sehr schön. Dann ist das schon mal ein Schritt besser. Okay, hier ist einer hart am Klopfen. Das kann ja nur die Katze oder was sein. Ja, sehr schön. Gut. Automatisierung wird immer besser. Ist da unten das denn schon fertig? Ich glaube nicht. Er trägt einen Stein. Okay, da brauche ich mich auch nicht drum kümmern. Die tragen schon die Steine, wenn. Aber da unten ist nicht fertig gebaut. Holzfällen weiß ich gar nicht, ob das einer konnte, aber ich baue mal gerade fertig, weil die das nicht machen. So, jetzt ist das fertiggestellt. Halten zum Arbeiten. Das baue ich dann da ab. Okay, das Holzlager funktioniert dann so. Das ist jetzt auch nicht verkehrt, sag ich mal. Aber das ist nach 9.999 Einheiten ist es kaputt, ne? Und ich habe die Einheiten bis jetzt nur abgebaut. Okay, mal schauen, wer das demnächst macht. Das Kätzchen macht auf jeden Fall hier das. Und wir sind hier bestimmt noch nicht so weit. Den Zerkleinerer brauchen wir ja noch. Und wir sind selber noch nicht so weit, ne? Level Up hatten wir noch nicht, nein. Ein Schild und ein Baseballschläger ist jetzt nicht so das Ding. Ja. Gibt's hier irgendwas, wo ich sagen würde, Schlingenfalle? Hm, weiß ich auch noch nicht. Wird der Stein denn hier reingetragen?
weiß es nicht. Ich lege es mal da. Ja, da wurde gerade einer mehr. Das lege ich mal da rein. Ein Schläger. Ja, lasse ich mal lieber noch bei mir. Holz. Der Rest ist erstmal geklärt. Die Lemberholz machen bestimmt schon was. Das mit dem Essen ist ein bisschen knapp nur, ne? Ja, die sind am Ernten oder was? Ja, die sind wohl am Ernten. Gut, das heißt, ich muss gleich sehen. Machen wir das mal. Und ich würde sagen, wir machen hier auch erst einen Cut. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.